Hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut und recht herzlich willkommen zum Sammlerporträt von Frank aka Tellman. Ihr kennt Tellman mittlerweile von einigen Videos, die ihr auf meinem und auf seinem YouTube-Kanal findet. Ihr kennt seine genialen, lebensechten, selbstmodellierten und bemalten Tierfiguren, Amphibien wie Frösche, Kröten, Salamander etc. Ihr kennt seine selbstgemachten Replikate wie Masken, Lichtschwerter, Truhen und vieles mehr. Ihr kennt ihn als Schauspieler und Johnny Depp-Double in den Rollen eines Jack Sparrow, Barnabas Collins und vielen weiteren Charakteren. Und man kennt auch seine versteckte Kamera-Videos, wo er auch schon mal Leute auf nette, lustige Art an der Nase herumführt. Aber kennt ihr auch Tellmans Figurensammlung? Nein? Na, dann werdet ihr diese in den nächsten Minuten und in über 200 Bildern kennenlernen. Er ist jetzt nicht der typische Sammler, aber alle Figuren, Modelle und Gegenstände, die bei ihm ein Zuhause gefunden haben, hat er von Herzen bei sich aufgenommen, weiß einiges über die Hintergründe zu berichten und hat seine Freude an jedem einzelnen Stück. Darum findet ihr von einzelnen Figuren auch mehrere Bilder. Und auch an dieser Stelle möchte ich erneut anmerken, nicht die Größe, der Umfang einer Sammlung ist entscheidend, sondern was einen mit seinen Figuren verbindet. Neben den Bildern findet ihr auch einige begleitende Zeilen zu den einzelnen Figuren und er hat mir zudem einige Fragen in mehreren Audios zu seiner Sammlung beantwortet. So! Und als ob das nicht genug wäre, hat er mir auch noch erzählt, wie er zu seinem Haustier, einem Tiger, gekommen ist. Richtig gehört, in Tellmans Wohnung hat ein riesiger Tiger ein Bett und eine Couch als Ruheplatz. Na dann wünsche ich euch viel Spaß bei den kommenden Minuten. Lehnt euch zurück, macht's euch gemütlich und am Ende des Videos melde ich mich nochmal. Hast du irgendwann bewusst angefangen zu sammeln oder sind die Modelle einfach so mit der Zeit zusammengekommen? Ja, also bewusst habe ich die am Anfang gar nicht so gesammelt. Da ist irgendwie so nach und nach so einiges zusammengekommen. Und ja, jedes Mal, wenn ich wieder irgendwas toll gefunden habe, habe ich mir das geholt. Und so wurde die Sammlung unbeabsichtigt quasi immer größer. Ja, so kann man das nennen. Seit wie vielen Jahren sammelst du bewusst Figuren? Also bewusst Figuren sammle ich, wenn ich von den ersten so ausgehe, wo ich gesagt habe, ja, davon muss ich mehr haben, davon muss ich verschiedene haben. Ja, das fing mit den Zinnsoldaten im Grunde an. Ich habe früher schon immer gerne das Märchen gehört hier, der standhafte Zinnsoldat. Und dann wollte ich unbedingt einen Zinnsoldat haben. Und als ich dann die erste Form zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, wo ich Zinnsoldat mitgießen konnte, ja, dann habe ich mir so nach und nach dann immer wieder Formen gekauft, weil ich ja eine größere Auswahl haben wollte, weil ich mir auch mal ein Schlachtfeld zusammenstellen wollte und so. Und ja, da war, ja, man kann sagen, mein 12. Lebensjahr, da fing das an mit den Zinnsoldaten. Weißt du noch, welches deine ersten Figuren als Kind waren? Tja, meine ersten Figuren als Kind war, wenn ich meine Oma besucht habe, wo ich eigentlich ziemlich oft war. Ja, da war an der Ecke eine Trinkhalle und ich habe fast jeden Pfennig, den ich bekommen habe, habe ich da in der Trinkhalle gelassen für Wundertüten. Ja, und da waren ja auch immer so Tierfiguren und so was früher drin, ne? Oder Cowboy-Figuren und so Sachen. Und da waren im Grunde die ersten Figuren, die ich so hatte. Alles so aus Wundertüten, die Plastikfiguren. Gibt es eine besondere Geschichte zu einer der hier gezeigten Figuren, Modelle? Ja, Geschichten zu den Figuren. Da gibt es zwei gute Geschichten. Also eine, die ist mehr oder weniger, die habe ich im Kopf, weil das ist der Tom von Tom und Jerry, die Figur. Die hatte ich immer an einem kleinen Bütchen am Marktplatz.
habe ich die stehen sehen. Die stand da im Fenster. Und da bin ich jeden Tag vorbei und habe die gesehen und ich wollte die unbedingt immer haben. Und dann bin ich einen Tag mit meinem Opa da vorbeigekommen und da hat mein Opa gesagt, ja, hier hast du das Geld, kaufst du dir. Ja, dann so, das ist eine Sache, die ich auch nicht aus dem Kopf kriege. Das war schön, ich habe mich gefreut wie sonst was, nur wegen der Tom-Figur. Ja, und die zweite Figur, da ist eine Geschichte, da kann man lachen im Grunde. Also ich war im zweiten oder dritten Schuljahr, weiß ich jetzt nicht mehr genau, und da sollte ich Schulhefte kaufen in so einem Schreibwarengeschäft bei uns um die Ecke. Da hat meine Mutter mir das Geld mitgegeben und ich bin dann in das Geschäft gegangen, ja, bin aber dann wieder zurück nach Hause gekommen und meine Mutter fragte, wo die Hefte sind. Ja, da habe ich gesagt, ja Mama, ich habe kein Geld mehr für die Hefte gehabt. Da hat meine Mutter gesagt, ja hör mal Frank, ich habe dir doch Geld mitgegeben für die Hefte. Ja, habe ich gesagt, das reicht aber nicht mehr, weil ich mir hier die Bugs Bunny Figur geholt habe. Das ist die Bugs Bunny Figur, die du da mitgeschickt gekriegt hast, ne? Da waren so die lustigsten Geschichten quasi. Haben die Figuren heute noch für dich das Flair von damals? Ja, haben die Figuren heute noch den Flair? Sagen wir mal so. Die haben jetzt für mich einen anderen Flair. Früher hatte ich die quasi als Spielzeug gesehen. Oder ich habe gesehen, ja, guck mal da, da sind sie im Fernsehen. Guck mal, ich habe sie in der Hand, weißt du? Wie du als Kind eben so bist. Ja, und heute ist es für mich mehr oder weniger der Stellenwert der Erinnerung. Erinnerung an eine Kindheit, die eigentlich richtig schön war. Ich vermisse die Zeit auch so richtig. Also, geht ja alles mal vorbei. Aber so kann man ein bisschen aus der Vergangenheit in die Zukunft tragen, ne? Welchen Stellenwert hatten, haben deine Figuren für dich damals und heute? Also den Stellenwert, den würde ich quasi als gleichwertig einordnen. Weil früher war mir das Spielen viel wert und heute ist mir die Erinnerung an das Spielen viel wert. Also würde ich die doch schon gleichwertig einstufen. Hast du einen Lieblingsfigurenhersteller allgemein? Also Lieblingshersteller kann man jetzt nicht unbedingt so sagen. Also da kommt für mich irgendwie auf die jeweilige Figur an, wie die mir gefällt, ne? Also am Anfang waren immer so mit Schleichmeer und ja Bulliland und so. Ja, und dann, wo die ersten Dinos von Papo rauskamen, war ich natürlich erstmal begeistert von denen von Papo, weil die eben die beweglichen Schnauzen hatten und so, ne? Und da ist jetzt mittlerweile auch Somso dabei, hier wegen den Amphibien und so auch. Aber wann kann man sich da mal was leisten, ne? Also die sind ja so schweineteuer, die Sachen. Da sind so einige Sachen, die ich schon gerne hätte. Aber wie gesagt, der Preis, ne? Außerdem, ja, ich mache die zwar auch selber, aber trotzdem ist es auch mal schön, von anderen Herstellern einmal welche zu haben, ne? Ach ja, und AAA, die finde ich auch noch gut, die von Tieren abgeformten Sachen da, die finde ich auch ganz okay. Also, was man da so kriegen kann, bin ich auch scharf drauf, sagen wir mal so. Hast du eine Lieblingsfigur oder Modell in deiner Sammlung? Also Lieblingsfigur in meiner Sammlung, also da sind so viele, da könnte ich mich jetzt auch auf keine Figur jetzt so festlegen, ja, da sind einige. Von welchen Figuren würdest du dich nur sehr ungern oder gar nicht trennen, deine Top 5? Also meine Lieblingsfiguren, wo ich mich jetzt nur ungern oder nicht von trennen würde, ja, also 5 einzelne Figuren kann ich jetzt schlecht nennen in der Hinsicht. Ich kann jetzt Figurengruppen könnte ich nennen. Da wären einmal die Johnny Depp Actionfiguren, die ich habe. Die würde ich nie abgeben. Hier Jack Sparrow, Edward Scissorhands, Willy Wonka und so die Figuren eben. Die würde ich zum Beispiel niemals abgeben. Dann alle meine Godzilla-Figuren.
Die würde ich auch nicht abgeben. Nummer 3. Was wäre da? Ja, meine Somso-Figuren, die ich habe bis jetzt, sind ja nicht viele, aber die würde ich auch nicht abgeben. Und ja, natürlich die Dose mit den Spielzeugfiguren, die ich noch aus Kinderzeiten habe. Da würde ich mich auch nicht von trennen. Ja, wer so im großen Ganzen. Welche Figuren möchtest du noch unbedingt haben oder fehlt dir noch? Ja, welche Figuren möchte ich noch unbedingt haben oder so, ja. Ja, ich hätte noch gerne ein paar Figuren von Somso. Der große Ochsenfrosch, den hätte ich gerne von Somso. Aber den, da kann man abhaken, der kostet fast 700 Euro. Ja, da sind noch einige. Die Wechselkröte von Somso, das Männchen. Oder war das Weibchen, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Die haben eine neue Wechselkröte rausgebracht und die meinte ich. Ja, welche noch in meinen Mitteln stehen würde, aber was jetzt im Moment auch schlecht ist, die kriegt man schon für 36 oder 37 Euro im Internet. Das wäre der Alpensalamander von Somso. Also den werde ich noch bei Gelegenheit irgendwie gucken, dass ich den kriege. Weil da habe ich schon ein paar Mal geguckt, da ist mir durch den Kopf gegangen und ich wollte mir den schon holen, aber wie gesagt, das Geld braucht man dann erst immer anderweitig und dann kann man das erstmal wieder verschieben. Ne? Ach ja, und dann ist da noch der 71er Godzilla, den hätte ich auch noch gerne, den aus Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster und eine Figur von Gwangi von Valley of Gwangi, also hier hieß der Gwangis Rache. Was ist dir lieber? Actionfiguren mit beweglichen Gliedmaßen oder fertig gegossene Aufstellmodelle? Aufstellfiguren aus Resin oder Actionfiguren? Ja, die haben beide ihr Für und Wider. Mehr Details haben natürlich die Resinfiguren. Die sind auch wesentlich schöner und teurer auch. Die gefallen mir wesentlich besser eigentlich. Aber die Actionfiguren haben den Vorteil, wenn die umkippen oder runterfallen, die gehen nicht kaputt. Und die Resinfiguren, da habe ich schon einige gehabt, die mir dann zerbrochen sind, weil sie runtergefallen sind oder sonst was. Also hat beides sein Für und Wider. Bevorzugst du eher Resin oder Gummifiguren? Wie gesagt, hat beides sein Für und Wider. Und ja, ich bevorzuge festgegossene Figuren, weil ist zwar schön, wenn man die Gelenke bewegen kann, aber meist sind die so hässlich sichtbar, die Gelenke, und das hasse ich. Würdest du dir heute noch eine Elastolin-Burg mit Rittern aufstellen? Oh ja, die Elastolin-Figuren, die hatte ich damals auch. Ich denke mal schon. Ich würde mir so eine Ritterburg mit den Elastolin-Rittern würde ich mir noch hinstellen, wenn ich den entsprechenden Platz noch irgendwo hätte, aber den habe ich leider nicht. Bemalst du Figuren neu, wenn sie dir nicht gefallen? Ja, ich bemale die Figuren meist neu, wenn sie mir nicht gefallen. Also wenn da so Augen so drüber gekleckst sind oder irgendwelche Sachen nicht komplett bemalt sind, sondern einfach nur mal so ein Strich da drauf gepatscht oder wenn mir die gesamte Farbe nicht gefällt, dann gehe ich meist hin und repainte die. Was fasziniert dich an Reptilien und Amphibien? Wie hast du deine Leidenschaft dafür entdeckt? Ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, was mich daran fasziniert. Die Faszination, die kam, wo ich erste Mal einen Grasfrosch gefangen hatte, als Kind. Ich war mit meiner Schwester, mit meiner Oma und mit meiner Mutter im Duisburger Wald. Und da haben wir Pilze gesammelt. Und dann sprang da plötzlich ein Grasfrosch rum. Ja, und wie man als Kind so ist, ich schnapp mir den Grasfrosch und nehme den mit nach Hause, ne? Ja, und da war aber eine Scheiße damals. Entschuldigung, dass ich mich jetzt so ausdrück.
aber ich hatte kein passendes Behältnis dafür und da hatte ich den in so eine Box getan und damit er nicht abhaut, oben drüber Maschendraht. Ja, und dann ist der Frosch ein paar Mal mit der Schnauze gegen den Maschendraht gesprungen und da habe ich gedacht, nee, so geht das nicht. Dann habe ich meine Eltern so lange bekniet, bis die mit mir zum Duisburger Wald gefahren sind und ich den Frosch wieder raussetzen konnte. Ja, und seitdem war ich hin und weg von Fröschen und ich wollte dann immer einen Frosch haben, der lebensecht aussieht. Und die hat man damals nicht bekommen und deswegen bin ich dazu übergegangen, die dann selbst zu machen. Damit sie dann so sind, wie ich sie mir auch vorstelle. Hast du einen Lieblingshersteller zu Reptilien- und Amphibienfiguren? Ja, da habe ich auf jeden Fall Lieblingshersteller. Das ist Somso. Und AAA natürlich, die machen auch gute Tiere. Nur leider hapert es da mit den Einheimischen hier, ne? Mit den Froschlurchen. Wie stehst du zur Entwicklung der Figuren der klassischen Hersteller wie zum Beispiel Schleich, Bulliland, Papo, Safari Limited etc.? Also ich finde, dass die Hersteller hier wie Schleich, Bulliland, Papo und so weiter, dass sie sich im Gegensatz zu früher wesentlich gebessert haben. Ich meine, der Kunststoff wäre zwar ein bisschen fester geworden wie früher, aber was Farbe und Optik anbelangt, finde ich, haben die sich sehr gesteigert. Also ist meine Meinung jetzt. Was mir persönlich aber aufgefallen ist, dass die Steigerung mit den Funktionen, mit der Optik, mit der Bemalung und so, dass Bulliland und Schleich da erst angefangen hat, gewaltig nachzulegen, nachdem die Figuren von Papo rauskamen. Weil Papo hatte ja die ersten Dinos mit beweglichen Schnauzen. Ja, und ich meine, danach haben die anderen erst angefangen, wieder mitzuziehen. Von früher zu heute, sind sie besser oder schlechter, was die Kunststoffqualität, Beschaffenheit und Bemalung angeht? Also was Dinos und so anbelangt, da kann man ja nur die Farbe und Form im Grunde vermuten, wobei die Form noch eher wissenschaftlich belegt ist als jetzt die Farbe, die man ja nicht weiß. Da finde ich soweit okay. Was die großen Tiere anbelangt, also sagen wir Säugetiere anbelangt, da geben sie sich echt Mühe mit, oder auch die Wale und so. Da geben sie sich auch farblich und von der Form und so die größte Mühe und ich finde die super realistisch. Was ich nur bemängele, das ist mit den Amphibien. Also jetzt sagen wir mal mit den Fröschen. Sowohl Bulliland als auch Schleich hat es noch nicht gebacken bekommen, irgendwelche einheimischen Froschsorten oder Froscharten realistisch hinzubekommen. Ich meine, bei den anderen Tieren sehen sie in der Natur sehen die so und so aus und bilden die zu 100% original nach. Warum kriegen die das bei den Froschlurchen nicht gebacken? Bis heute nicht. Das ist mir ein Rätsel. Jedenfalls bei den einheimischen Sorten, ne? Hast du eine Meinung zur Preispolitik im Spiel- und Sammelfigurenbereich? Ja, also mit den Preisen, das ist, die werden, manche hält man heute für günstig, wo man früher gesagt hätte, ja hör mal, haben die einen Hau weg oder was? Wie kann man so viel Geld für eine Figur nehmen? Also ich finde manche Preise wirklich schon übertrieben teuer. Ne? Also obwohl die Qualität hat sich zwar gebessert, aber manche Preise gehen noch. Aber die meisten Preise finde ich heute irgendwie schon ungerechtfertigt. Gibt es etwas, was du den Herstellern mit auf den Weg geben möchtest? Oh ja, wie du mich kennst, Reptilien, Amphibien, was ich denen mit auf den Weg geben möchte ist, die sollen doch mal mehr Tiere in wirklich originalen Zustand herstellen. Die sehen, wie die in der Natur aussehen. Und die sollen viel mehr Tiere in Originalgröße herstellen. Wie zum Beispiel Frösche, Kröten und so. Eidechsen. Also das sind Sachen, die mir bei den Herstellern
wie Schleich und Bulliland fehlen und wo die sich auch größte Mühe geben könnten, die so realistisch wie möglich zu machen. Bei den Säugetieren können sie es. Dann sollen sie es bei den Amphibien auch mal machen. Gibt es etwas, was du anderen Sammlern sagen möchtest? Ja, was ich jedem Sammler oder angehenden Sammler ans Herz legen würde, wäre, wenn ihr irgendein Tier oder irgendetwas seht, was ihr sammelt oder sammeln wollt und ihr denkt, der Preis, der ist mir vielleicht ein bisschen hoch, ich mache es nicht, und dann lange drüber nachdenken, ist der größte Fehler. Wenn ihr das seht und es gefällt euch, nehmt es sofort mit. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Sachen gesehen habe, die mir außerordentlich gut gefallen haben, und ich habe tagelang gezögert und mich dann doch entschlossen, das zu kaufen, dann gab es das nicht mehr, das war es ausverkauft. Und den Fehler möchte ich nicht nochmal machen. Und trennt euch nicht zu leichtfertig von irgendwelchen Sammlungen oder Teilen aus eurer Sammlung, weil ich kann euch sagen, irgendwann bereut ihr das bitterlich. Irgendwann wollt ihr das Teil wieder haben und dann gibt's das nicht mehr. So, dann kommen wir hier doch mal zu deinem Tiger, mein lieber Frank. Du hast einen riesengroßen Tiger zu Hause, der dein Bett, der deine Couch in Beschlag nimmt. Wie kommst du damit klar? Ein Tiger, Frank, ein Tiger zu Hause. Guck mal, Rupi, da kannst du doch mal sehen, was das Tier gekostet hat, ne? Der Tiger. Und jetzt überleg dir mal, den hab ich auf den Sperrmüll gefunden. Wer wirft sowas in den Sperrmüll? Sag mir das mal. Da war ein Sperrmüll bei mir in der Nachbarschaft und da war so eine, unter anderem stand da so eine alte Spüle und da saß der oben drauf. Ja, und habe ich natürlich sofort angehalten, mitgenommen, ne? Hör mal, der sieht aus wie neu, da ist nichts kaputt, da ist nichts dreckig. Da ist, der sieht, ist der fehlerlos, ist der. Und dann guckt ihr den Preis an und dann schmeißen die den echt auf den Sperrmüll. Sag mal ehrlich jetzt. Ja, Mensch, da fällt mir gar nichts so ein. Außer, alle Kinder entkamen dem Tiger, nur nicht Kim. Die fiel hin. So, das war's mit den Antworten von Frank zu meinen Fragen. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit weiteren Bildern aus seiner Sammlung.
An dieser Stelle, mein lieber Frank aka Tellman, vielen lieben Dank für den Einblick in deine Figurenwelt. Danke für deine Mühe, für deine Zeit, für die vielen, vielen Bilder. Danke für die Beantwortung der Fragen, deine Geschichten. Einfach ein Dankeschön für die kleine Reise durch deine über die viele Jahre zusammengekommenen Figuren. Ich bedanke mich bei allen fürs Reinschauen. Viele Grüße an all die Leute, die bisher dabei waren. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi.